Hallo, hier ist Muho aus Osaka und heute soll es weitergehen mit dem Thema Psychoanalyse und Zen. Und das ist auch ein Buchtitel. Das Buch stammt von D.T. Suzuki, Erich Fromm und einem Herrn DeMartino. Und man kann sich das im englischen Original auch im Internet runterladen, durchsehen und den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Heute will ich ein bisschen über das sprechen, was der D.T. Suzuki schreibt in dem Buch. Der größte Teil von dem Buch, das sind, ich glaube, 4 oder 5 Vorträge, die er bei dieser Konferenz in Mexiko gehalten hat und dann auch noch seine Reaktion auf Fragen, die ihm gestellt wurden. Zunächst mal ein bisschen von dem, was der D.T. Suzuki hier schreibt. Zunächst mal, er erklärt hier was über Koans und er schreibt über das Koan Mu. Ne, also das berühmte Koan, wo ein Mönch Joshu fragt, hat auch ein Hund die Buddha-Natur und Joshu sagt Mö. Oder genau genommen, weil er Chinese war, sagte er nicht Mö, sondern Mö. Und das Schriftzeichen, das auch nichts bedeutet oder nein, kann es auch bedeutet, ausgesprochen. Ne? Und die Frage ist dann, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass ein Hund keine Buddha-Natur hat? Ne? Es steht doch in den Sutren, dass alle Wesen inklusive eines Hundes Buddha-Natur haben. Ne? Was meint der Joshu, wenn er sagt, Bäh. Und der Suzuki erklärt dann, ne, dass es darum geht, ja, dieses Mu ins Hara sinken zu lassen, dass es darum geht, eins zu werden damit. Und wo steht das jetzt, wonach ich hier gesucht habe? Ah, hier steht erstmal was und das ist ein Ausdruck, den dann später der Hubert Benoit aufgreift, beziehungsweise genau genommen, Hubert Benoits Buch wurde ja geschrieben, bevor diese Konferenz in Mexiko stattfand. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass der Suzuki in seinen Vorträgen sich stützt auf Dinge, die er schon in den 30ern oder so geschrieben hat. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass Hubert Benoit vieles von dem kannte, was der Suzuki hier schreibt. Ne? Allerdings, ich suche hier gerade, ja, hier. Das ist auf Seite 46 von diesem PDF, das ihr bei Terebes findet. Ne? Ich übersetze mal ad hoc aus dem Englischen. Wir können jetzt sagen, dass das M und das Ich und das kosmische Bewusstsein, nee, nicht Bewusstsein, sondern Unbewusstsein, das M, das Ich und das kosmische Unbewusstsein, dass diese drei eins sind. Und das eine ist diese drei. Ne? Also die berühmte christliche Dreieinigkeit in Form von M, Ich und kosmisches Unbewusstsein. Welches von den dreien für Gott steht und welches für den Sohn und den Heiligen Geist, sagt er nicht, aber vermutlich wäre Gott, ich, ist Jesus und das kosmische Unbewusste ist der Heilige Geist. Wäre zumindest mein spontanes Gefühl hier. Ne? Die drei sind eins und das eine äußert sich als diese drei. Wenn dieser Zustand der Einheit oder Identität andauert, dann wird das Bewusstsein in einer besonderen Situation sich wiederfinden. Und ich nenne diese besondere Situation bewusst-unbewusst oder unbewusst-bewusst. Wo ich mich natürlich mal wieder erstmal frage, unbewusst-bewusst und bewusst-unbewusst klingt zwar beides sehr mysteriös, ne, aber ist das austauschbar? Wenn ich höre,
unbewusst bewusst, das klingt fast so wie unser Normalzustand. Ne? Wir sind zwar immer irgendwie bewusst, aber wir sind uns nicht bewusst bewusst. In gewisser Weise ist das der Normalzustand, ob gut oder schlecht. Ne? Wir sind unbewusst bewusst. Während bewusst unbewusst klingt für mich ganz anders. Ne? Da frage ich mich, was soll das sein? Bewusst unbewusst. Kann man sich überhaupt bewusst unbewusst sein? Was soll das sein? Ne? Aber für Suzuki sind diese Begriffe offenbar austauschbar und sie bezeichnen den Zustand von bewusst unbewusst bzw. unbewusst bewusst, was auch immer das heißt. Ne? Und dann fährt Suzuki fort. Aber das ist noch keine Erleuchtungserfahrung. Das ist es nicht, wenn man von Satori spricht. Ne? Wir können das als etwas ansehen, was dem Samadhi entspricht. Und auch über Samadhi war auf diesem Kanal verschiedentlich die Rede. Also Suzuki, DT Suzuki versteht unter Samadhi das Bewusste, Unbewusste oder das Unbewusste, Bewusste. Ne? Es ist ein Zustand weder noch. Ne? Es ist ein weder noch Zustand. Samadhi. Und Samadhi bedeutet sowas wie Gleichgewicht, Einheit, Gleichmut oder ein Zustand der Stille. Für Zen ist das noch nicht genug. Das reicht noch nicht im Zen, dieser Zustand der Stille, der Ruhe. Was es braucht, ist ein Erwachen, der dieses Gleichgewicht durchbricht und einen zurückbringt auf die relative Ebene des Bewusstseins, wenn das Satori stattfindet. Und jetzt weiter Seite 47, ne? Beziehungsweise bevor es weitergeht. Ich glaube, das ist auch das, was immer der Dirk meint, wenn er sagt, ne? Ein spitziger Geist, aber dann bricht es auf ins positive Samadhi. Und was Dirk meint mit positive Samadhi ist, eben das zurück auf die relative Ebene des Bewusstseins. Das positive Samadhi, ne? Die Glocke, ne? Da ist die Glocke. Das ist das Ding, mit dem du die Glocke schlägst. Ne? Du bist wieder da. Aber beim einspitzigen Geist, da bist du nur im Hara, nur beim Atem. Ne? Aber das ist es eben nicht. Es bricht auf und da hast du es. Ne? Ich glaube, das meint DT Suzuki hier und ich, so verstehe ich den Dirk auch. Ne? Immer wenn er von dem Aufbrechen des einspitzigen Geistes spricht. Und dem positiven Samadhi. Ne? Weiter auf Seite 47. Diese sogenannte relative Ebene, von der der DD Suzuki eben gesprochen hat, ne? Auf die, zu der man zurückkehrt, aus dem Zustand des Mu heraus. Man kehrt zurück in die relative Ebene und dann sagt der DD Suzuki, diese sogenannte relative Ebene ist gar nicht relativ. Ne? Das ist natürlich die Frage, warum nennst du sie relativ, wenn sie gar nicht wirklich relativ ist. Wie dem auch sei. Ne? Die relative Ebene ist gar nicht wirklich relativ. Es ist das Grenzland zwischen dem Bewussten, der bewussten Ebene und dem Unbewussten. Wir kehren zurück aus dem Zustand des Mu, aus dem Samadhi, auf die relative Ebene, die in Wirklichkeit gar keine relative Ebene ist, sondern ein Grenzland zwischen bewusst und unbewusst. Und auch darüber schreibt dann der Hubert Benoit in seinem Buch. Ne? Was ich hier nicht ganz verstehe beim DT Suzuki, bei allem Respekt, ne? Der DT Suzuki hat eben noch gesagt, Mu, der Zustand von Mu, Mu bringt uns in den Zustand des unbewussten Bewussten, des bewussten Unbewussten. Das klingt für mich schon wie ein Grenzland zwischen bewusst und unbewusst, weder noch. Und dann sagt er, von dort kehren wir zurück auf die relative Ebene, aber dann sagt er sofort, eigentlich ist es keine relative Ebene, eigentlich ist es das Grenzland zwischen bewusst und unbewusst. Was denn? Was denn jetzt? Sind wir wieder zurück im Samadhi oder wo sind wir jetzt? Klingt ein bisschen doppelt gemoppelt. Ne? Sowohl Mu ist bewusstes, unbewusstes,
als auch die sogenannte relative Ebene, zu der man zurückkehrt. Das ist wieder so ein ominöses Grenzland. Da bin ich mir nicht 100% sicher, was der DT Suzuki meint. Vielleicht, na wahrscheinlich, ne? Später, der DT Suzuki kommt dann noch auf die 5 Ränge oder 5 Stände. Er sagt, Situation wäre auch eine mögliche Übersetzung von Go-I, 5 Situationen. Ne? Er spricht über die 5 Ränge, über die ich ja immer wieder gesprochen habe. Hisamatsu hat ein Buch darüber geschrieben und im Schatzspiegel-Samadhi spielen diese 5 Ränge auch eine zentrale Rolle. Ne? Ich habe jetzt das Gefühl, ne, das klingt jetzt beim DT Suzuki, zumindest für mein Gefühl, so ein bisschen wischiwaschi, ne? Unbewusst, bewusst, bewusst, unbewusst. Ich glaube, was er meint mit dem Zustand des Mu, aus dem man zurückkehrt auf die relative Ebene, ne? Das ist der 3. Stand. Shōchū-lai, raus aus dem Absoluten. Raus aus dem Absoluten. Und reinkommen in den Zusammenhalt, heißt es, glaube ich, bei Hisamatsu, reinkommen ins Relative, heißt es in der Regel im Soto. Ne? Der DT Suzuki folgt hier der Rinzai-Lesweise. Ne? Beim 4. Stand kommt man an, man bewegt sich zu auf das Relative. Und für DT Suzuki ist weder das Absolute, aus dem man rauskommt, ein reines Absolutes, sondern es ist unbewusst.